Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu, wir erzählen mal, was so los ist mit Corona und dem Freispiel. Weil das werden ja alle mitbekommen haben. Wir schlittern jetzt hart auf die Spiel zu dieses Jahr. Und jeder, der das irgendwie verfolgt, der weiß ja, dass die Spiel dieses Jahr nicht so stattfindet, wie wir das gewöhnt sind, sondern dass stattdessen die sogenannte Spiel digital stattfindet. Wer dann überhaupt gar nicht Bescheid weiß, ganz kurzer Abriss, die Spiel findet jedes Jahr Ende Oktober in Essen statt. Das ist die größte Verbrauchermesse in unserer Branche, die es gibt weltweit. Und nach langem Hin und Her, weil es ja Anfang des Jahres nicht klar war, wie ist das mit diesem Virus und wie sehr wird es uns als Gesellschaft betreffen, kam dann irgendwann, ich glaube im Mai, die Absage, dass die Messe nicht stattfinden wird. Und der März Verlag, der verantwortlich zeichnet für die Messe, der ist seitdem sehr hart am Arbeiten, dass wir stattdessen eine digitale Messe bekommen werden. Das so haargenau weiß das noch keiner. Wir packen unten in die Video Description einen Link rein zur Spiel digital, dass man einfach mal gucken kann, wie das da bisher aussieht. Letzten Endes, auch wenn das über diverse Plattformen läuft, wird das auf eine Art einfach der größte Discord-Server ever. Und wir sind mal super gespannt, wie das wird. Aber hold on. Die Spiel digital findet nicht nur digital statt, die findet auch analog statt, unter anderem eben bei uns im Freispiel. Das ist so, dass verschiedene Fachhändler deutschlandweit und die ganzen Brettspielcafés oder die ganzen, so viele gibt es ja nicht, lokal auch was anbieten werden rund um die Spiel. Weil wie jedes Jahr, auch wenn die Messe jetzt nicht stattfindet, die meisten Verlage Großteil ihrer Neuheiten, Großteil vor allem der Neuheiten, von denen sie sich viel versprechen, natürlich geplant hatten, auf der Spiel zu präsentieren, was jetzt nicht stattfinden wird, aber dennoch ist das Zeug ja produziert worden und wird somit in diesem Zeitraum ausgeliefert werden. Und wir als lokaler Fachhändler versuchen einfach da die Messe quasi nach Hause, nach Freiburg zu holen. Ja, wie sieht das also alles aus? Wissen wir selber nicht genau, weil, wisst ihr auch, wir können überhaupt gar nichts sagen. Ja, also wir sind ja irgendwie als Deutschland, als deutsche Gesellschaft, relativ glimpflich bislang davongekommen, was den Coronavirus angeht. Und die Geschäfte sind geöffnet, die Cafés, die Bars, die Restaurants sind geöffnet. Man darf sich auch wieder die Haare schneiden lassen, auch wenn ich da ganz schlecht drin bin. Aber wir wissen natürlich nicht, wie das Ende Oktober aussehen wird. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Ende Oktober so aussehen wird wie jetzt. Das heißt, im Großen und Ganzen, solange sich alle an die AHA-Regeln halten, also Alltagsmaske tragen, Hygiene einhalten, sprich häufig Hände waschen und so weiter, und Abstand zueinander halten, ist im Großen und Ganzen eigentlich alles wie normal. Wenn das so bleibt, dann wird bei uns hier im Geschäft, beziehungsweise im Café, nicht im Geschäft vorne, wobei da vielleicht auch ein bisschen, aber hauptsächlich im Café, quasi eine analoge, lokale Spiel stattfinden. Das heißt, wir haben Absprachen mit bislang, 8, 9, 10 Verlagen, dass wir deren Neuheiten für das Jahr gesondert präsentieren werden. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben, für alle, die schon mal hier waren, wissen ja, wir haben hier so Spieltische, an denen man spielen kann. Und wir werden in dieser Zeit keine Reservierungen annehmen. Das heißt, wir können nicht normal zum Spielen kommen, zumindest tagsüber nicht. Abends ist das dann was anderes. Und jedem Tisch wird quasi eine Neuheit eines Verlages zugewiesen sein. Das ist da aufgebaut, das können wir dort permanent erklären. Wir wissen noch nicht genau, wie das mit dem Spielen aussehen wird. Also, sorry, aber wir können es echt nicht sagen, ob ihr die Sachen spielen könnt bei uns. Wenn ihr die spielen könnt bei uns, dann aller Wahrscheinlichkeit nach mit Mund-Nasen-Bedeckung. Also, das heißt, ihr müsst dann eure Alltagsmaske während ihr spielt tragen, eure Hände desinfizieren, eventuell Handschuhe tragen. Ja, das werden wir noch genau gucken. Wir wollen das gerne ermöglichen, dass es gespielt werden kann.
Wir können es zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob das stattfinden wird oder nicht, aber wir tun alles dafür von unserer Seite aus, dass das möglich sein wird. Wenn dem nicht so sein sollte, wir werden für jede Neuheit, die jetzt im Herbst erscheint, werden wir ein Erklärvideo drehen. Das kennt ihr, unsere Angespielt-Videos hier auf YouTube. Da wird jede Neuheit euch online erklärt werden. Wir packen dann einen QR-Code neben das Spiel, dass ihr zumindest irgendwie das kurz abscannen könnt, euch das Spiel erklären lassen könnt, zumindest auch wenn ihr es nicht spielen könnt, um zumindest ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Genau, und das wird nicht nur stattfinden am Spielwochenende selbst, sondern die gesamte Woche über. Das heißt vom, muss ich jetzt lügen, ich glaube 19. bis 25. Oktober ist das, also diese vorletzte Oktoberwoche halt, da werden wir die gesamte Woche über verschiedene Verlage präsentieren. Manche sind direkt am Wochenende des Spiels, andere sind vorher. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir halt auch nur ein begrenztes Kontingent an Zeit natürlich zur Verfügung haben. Und dann liegt es teilweise daran, was die Verlage sich wünschen. Ja, also wir haben jetzt mit manchen haben wir gesagt, okay, wir machen das vorher schon oder wir machen es hinterher. Andere wollen es unbedingt an diesem Wochenende haben, während halt parallel dieses Spiel digital stattfindet. Wer da wann dran ist sozusagen, das werden wir noch veröffentlichen. Wir sind jetzt gerade dran, einen Zeitplan zu gestalten. Wir können auf jeden Fall sicher sagen, dass, und da muss ich hier meine Liste zur Hand nehmen, dass Cosmos dabei ist, Haber ist dabei, Board Game Circus ist dabei, die Game Factory, Asmodee Pegasus, Taverna Ludica ist dabei, Amigo, da sind wir jetzt schon dran, da haben wir mit den Kollegen der Aktion Hoher Spielwert jetzt schon Videos produziert für die Neuheiten, weil bei denen schon alle Herbstneuheiten erschienen sind, zumindest im Fachhandel. Und da sind noch weitere Verlage dabei, die ich jetzt nicht genannt habe. Ja, also das ist ein riesengroßes, buntes Portfolio. Friedemann Friese zum Beispiel fehlt mir ein, 2 Elf-Spiele. Der hat 2 Neuheiten, Feierabend, das ist schon erschienen, und Fayum, das kommt dann erst zur Messe, wird aber erst kurz nach der Messe veröffentlicht werden. Das hat andere Gründe. Da werden wir übrigens ein Video machen, dann während des Spiels, was das für Gründe sind. Das ist einfach in diesem Corona-Jahr irgendwie blöd mit Fabrikschließungen und weniger Schichten werden gearbeitet und pipapo. Deswegen ist ganz viel Produktion nicht so on time, wie man das Anfang des Jahres oder Mitte letzten Jahres, als die Bestellungen aufgegeben wurden in den Fabriken, gedacht hätte. Genau, aber wir werden eben die gesamte Woche über werden wir Neuheiten verschiedener Verlage präsentieren. Am Wochenende selber natürlich umso mehr. Das bringt mich direkt zum nächsten Thema, nämlich das Wochenende selbst von der Spiel. Also das ist der Donnerstag bis Sonntag, das ist glaube ich der 22. bis 25. Oktober oder 22. bis 24. Oktober. Da wird hier richtig viel stattfinden. Also eben neben der Verlagspräsentation haben wir die Jungs, ne, man sagt ja immer Jungs und Mädels, aber nee, in dem Fall tatsächlich einfach die Jungs von Board Game Engine, zumindest den Samstag über, ganztägig hier im Laden. Die werden bei uns viele der Neuheiten spielen, werden davon Videos aufnehmen, werden mit uns sprechen. Wir planen, müssen wir mal ein bisschen gucken, wer wann Zeit hat, aber eigentlich wollen wir irgendwie ein Talk-Format aufnehmen mit den Jungs, über was. Wie hat Corona eigentlich die Branche getroffen? Mit einem Verleger, mit uns als Händler, mit den Jungs eben als Szene-Guys sozusagen, also einfach als Hobbyspieler. Das ist ja, betrifft ja viele Leute, ja, wie dieses Virus und innerhalb der Branche verschiedene Bereiche. Und da wollen wir einfach mal ein Licht drauf werfen in einem Videotalk, in dem wir hoffentlich einen Verleger da haben werden, eventuell auch einen Spielerautoren. Kann ich vielleicht jetzt schon mal erwähnen, Ferdinand Schnitzler, den werden manche von euch sicherlich kennen. Der ist in der Szene in Freiburg schon seit vielen, vielen Jahren aktiv und der ist seit einigen Jahren mit anderen Kollegen und Kolleginnen dran, Spiele zu entwickeln. Und der wird dieses Jahr zur Spiel endlich, sag ich mal, seine Erstveröffentlichung haben. Bei Board Game Circus kommt das Spiel Wild Cards raus und das ist von Ferdinand Schnitzler. Der wird am Samstag auch bei uns sein, der wird sein Spiel signieren, der wird sein Spiel interessierten Kunden, Gästen, Kundinnen, Gästinnen erklären und quasi genau für uns als Autor selber Verkaufsförderung betreiben und vor allem natürlich einfach Werbung für sein Spiel machen, weil wir
ganz stark finden, jemanden zu kennen, der seit Jahren quasi da dran sitzt. Wir haben Teile dieses Prozesses begleitet und kennen Ferdi schon länger. Und es ist toll zu sehen, dass der jetzt dann seine erste große Veröffentlichung hat, die dann auch zur Herbstmesse rauskommt. Genau, und der wird dann bei uns sein, der wird mit euch quatschen, der wird euch sein Spiel zeigen und wenn die Zeit das erlaubt, eben in diesem Talk-Format mit Boardgame Engine auch mit dabei sein. Genau, das ist so grundsätzlich, was hier stattfinden wird. Ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen vage, weil das teilweise schon konkrete Pläne gibt, teilweise nicht. Die exakte Terminplanung steht zum Beispiel immer noch gar nicht fest. Das wird jetzt in den nächsten Tagen rauskommen. Und natürlich werden wir ganz viel mit unseren herzallerliebsten Kollegen von der Aktion Hoher Spielwert auch gemeinsam durchführen. Das ist zum Beispiel der Kosmos Verlag, der macht mit uns etwas über 30 Händlern zusammen extra eine Aktion, schon bevor die Messe überhaupt startet. Und wir sind auch in Gesprächen mit den KollegInnen von den Brettspielcafés, die es ja in Deutschland mehrere gibt mittlerweile und es entstehen tatsächlich neue gerade. Tatsächlich werden jetzt während dieser Scheißzeit mit Corona neue Cafés gegründet und wir gucken, ob wir mit denen irgendwie auch was machen können. Ne? Irgendwie Live-Videos über Facebook oder auch in YouTube oder wie auch immer. Super schön wäre, aber da fehlt uns noch genaue Info, was alles so an Neuheiten rauskommt, ob da irgendwas davon umsetzbar wäre. Wir würden super gerne quasi ein deutschlandweites Teamspiel veranstalten. Also stellt euch vor, Codenames und es gibt ein Team Hamburg Würfel und Zucker und ein Team Freiburg Freispiel und die spielen live gegeneinander Codenames. Also wenn es irgendwie Spiele gibt, die also dieses Jahr Neuerscheinungen gibt, die sowas möglich machen, dass man über eine Online-Plattform, also nicht über eine Plattform, sondern im Videochat miteinander spielen kann, wie das eben zum Beispiel bei Codenames oder ähnlichen Spielen der Fall ist, würden wir super gerne euch an dem Wochenende natürlich so Kram präsentieren, in der Hoffnung, euch Lust auf die Spiele zu machen, so sie denn gut sind natürlich. Genau, das ist jetzt mal so die vage Spiel-Digital-Spiel-Lokal. Nummer, die wir hier bei uns veranstalten werden und sobald es konkreter wird, werdet ihr von uns natürlich mehr Infos bekommen. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, wie immer, viel Spaß mit Spielen und auf bald. Tschüss!